Eins, zwei, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu Phoenix Wright Justice für alle, außer Faye. Außer Faye. Gut, wir machen weiter, wir sind heute wieder in der Untersuchung. Zurück in Maya Fays Heimatstadt, dem Dorf, was 1423 stecken geblieben ist. 21. Juni, 15:24 Uhr, Kurein. Außer die Telefonzelle da drüben, die ist schon im Jahr 2004 angekommen. Ja, richtig. Danke, dass Sie mich nach Hause gebracht haben, Herr Nick. Gern geschehe. Ich musste heute sowieso herkommen, um mir einiges anzusehen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, bitte? Wenn die mystische Maya diesen netten Mann nicht getötet hat. Sie war es definitiv nicht, okay? Ja, natürlich. Wie hat sie den Brezel auf dem Kopf? Ess meine Brezel. Weißt du, kennst du diese ganzen Leute, die irgendwie so richtig gern irgendwie aus Japan kommen werden und so richtig einen auf Anime machen, diese richtig heftigen, schlimmen Otakus, die dann so sich irgendwie einen japanischen Namen online geben, damit sie ja toll und cool japanisch sind? Weißt du, Pearl Fay gibt sich gern als Seppel Müller aus. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn man als Mädel irgendwie so ein japanisches Mädel-Cosplay wird, dann geht man einfach zum Bäcker und holt sich eine Brezel und steckt die sich ins Haar. Nee, das ist falsch rum, Chris. Das ist, als wenn du als japanisches Mädchen so eine Brezel cosplayen willst. Ach so. Aber wenn es jetzt nicht war, dann muss es jemand anderes gewesen sein, nicht wahr? Dieser Mörder. Ja, Pearls, das hast du richtig kombiniert. Hey, du hast in der Schule ja doch aufgepasst. Warum hast du mir hinten ein S an meinen Namen hingepackt? Ich heiße Pearl, nicht Pearls. Das S steht für super schlau. Ach so. Ich frage mich, was los ist. Sie scheint traurig zu sein. Ich habe Angst vor Heim. Reden wir mal mit ihr, der heutige Prozess. Nun, wie hat dir deine erste Verhandlung gefallen? Ich war echt überrascht. Da waren gar keine Haie. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen und so wenig Haie. Aha! Und die mystische Maya sah so klein und hilflos aus. Dabei bin ich doch klein. Nun, Maya ist von Natur aus eher klein, also... Ich auch! Und diese versnoppte Frau in diesen zerknitterten Sachen. Alter, Bübsch! Das ist auch gar nicht ich! Zerknittert. Ach, sie meint Franziska. Robocam hat fürs Bügeln keine Zeit. Sie war nur eingebildet, das passt aber tatsächlich auch flotter. Sie mit Namen hätte sich schon entschieden, dass Maya es getan hat. Hallo, das ist doch Lotta. Ja. Ich werde dir morgen sagen, was ich von dir halte. Das kann man bei Franziska machen, aber nicht bei Lotta. Bei Franziska wirst du wenigstens physisch misshandelt, aber nicht psychisch. Die morgige Verhandlung möchte ich auf keinen Fall verpassen. Mhm. Staatsanwälte. Jetzt schau dir mal, erinnerst du dich an das Foto? Jetzt schau dir ihre Augen an. Das sieht doch ungefähr gleich aus. Mhm. Warum hat diese Frau die mystische Maya so schikaniert? Chris, was glaubst du denn, wer es war? Ja, sie. Glaubst du, dass es Robocama war? Du, ganz ehrlich, das liegt doch in der Familie. Nun, sie ist eine Anklägerin, keine Verteidigerin. Ihr Job ist es, Leute so lange anzuschreien, bis sie weinen und zugeben, dass sie was getan haben, obwohl sie es gar nicht waren. Ihr ist es egal, ob jemand unschuldig ist. Ihr geht es nur darum, dass sie gewinnt. Das ist wie so ein Kredithai. Du weißt, Hai ist ein Grusel. Das Hai! Das Hai, Hilfe im Boot. Aber sie ist eine gute Staatsanwältin und hat ein gutes Herz, oder? Ich glaube gar nicht, dass sie das hat. Weißt du, kennst du die Geschichte der Zauberer von Ost? Da gab es auch so einen Blechmann, Pearl, und so musst du dir das vorstellen. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen der Löwe sein. Nicht der Strohmann? Nee. Solche Staatsanwälte gibt es nicht, die sind alle gleich. Nun, er ist möglicherweise ein guter Mensch geworden. Letztendlich, wer ist denn er, Chris? Der Nikolaus. Das ist Phoenix Wright Boyfriend, ja, ja. Weil, von wem reden sie denn? Wusstest du, dass es in der Fanbase eine riesige Gruppe gibt, die Phoenix und Edgeworth shippen? So, ja, so natürlich, richtig? War das nicht klar. Ja, ich finde, das passt aber auch, oder? Was meinst du? Nein. Bist du eher jemand, der Phoenix mit Maya shippt? Ich shipp gar niemanden, weil ich kein Schiff besitze. Die Person, von der sie gesprochen hat, Edgeworth. Edgeworth, ja. Ja, das ist, guck mal, das ist Edgeworth, mein bester Freund Edgeworth. Das ist schon echt lange her, er ist nicht mehr mein Freund. Können wir das, Mami, können wir bitte das neue Edgeworth wieder haben? Nein, wir haben Edgeworth zu Hause, Edgeworth zu Hause. Er ist nicht mehr hier, was? Hä? Er hat sich zu sehr an seinen törichten Stolz geklammert und ist dafür gestorben. Was? Das ist ja traurig. Was, Moment? Moment, was? Reden wir über den Mörder. Nein, Moment, übrigens, was? Übrigens, Pearl. Nein, Moment, was? Ja, du hast richtig gehört, Edgeworth ist gestorben. Was?
Was? Ja, du hast mich gehört, Chris. Warum? Na, der hat sich an seinem heißen Kaffee verschluckt. Jetzt ist er halt einfach nicht mehr da. Manchmal passieren Dinge, Chris. Das musst du akzeptieren. Ach, Mann. Ja, bitte? Ja, okay. Du weißt nicht zufällig, wer der Mörder sein könnte, oder doch? Warum fragen Sie mich das? Ach, ich habe vorhin nur so gedacht. Ich habe nichts gesehen, außer den Hai da drüben. Sie hat nichts gesehen, hä? Ich meine, macht das nicht Sinn? Du hast doch gesehen, wie der letzte Fall vom ersten Spiel ausgegangen ist, wo Edge von Damon Gantner so richtig angepimmelt wurde. Erinnerst du dich nicht? Nein. Das hat dich doch voll runtergezogen, wo Damon Gantner meinte, du wirst eines Tages so werden wie ich. Tja, und jetzt ist er wohl gestorben, wegen seinem Stolz. Oh. Da wir gerade davon reden, während des Mordes, wo war Pearls da und was hat sie gemacht? Und außerdem, dieser Schlüssel, wann hat sie sich den hingenommen? Pearls Alibi. Ach so, ja gut, das macht natürlich Sinn. Ich hab dich ja noch nie danach gefragt, was hast du zur Tatzeit gemacht? Pearls, wo warst du und was hast du zur Tatzeit getan? Ich habe in diese Brezelsage gesteckt. Oh. Was ich gemacht habe? Die neue Bravo gelesen, da waren nackige Menschen drin. Ich habe gar nichts gemacht. Sie lügt richtig schlecht, genau wie Maya. Du kannst es mir zuflüstern, ich werde es niemandem sagen, versprochen. Jetzt sind wir in der Geisterwelt. Oh nein. Oh nein. Pfeffer hat uns gerade einfach 1A ins Reich der Schatten geschickt. Ne? Jetzt ist es ein Kartenspiel, scheiße. Ja, die Box ist gleich so aus dem Leben, dass wir einfach ins Reich der Schatten fliegen, oh nein. Ja, ich habe hier zwei Fallenkarten. Sie haben meine Lügen durchschaut. Oh nein, Pearl. Das sind gar keine Zauberkarten. Ich kann sie nicht belügen, Herr Wright. Oh Mann. Müssen wir? Ja, ganz leicht. Wie machen wir das? Ich glaube, wir machen das noch nicht. Was müssen wir jetzt tun? Zeigen wir uns unsere Anwaltsmarke? Ja, das ist eine gute Idee. Let's go. Nun, das ist also dieser heilige Schatz eines Anwalts? Hä? Ich fühle, dass sie eine mysteriöse Kraft hat, genauso wie mein Magathammer. Nun, warum soll ich denn da widersprechen? Klingt doch schön, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich zeige dir nochmal den Schlüssel, vielleicht sagst du uns dazu ja noch was. Okay. Und was den Schlüssel angeht, Pearls, den hast du am Tag des Mordes gefunden, richtig? Mhm. Nun, es ist sehr wichtig, wo du ihn gefunden hast. Sag Papa. In meiner Tasche. Ah, okay. Sag es mir bitte, Pearls, wo hast du ihn gefunden? Ich habe ihn in dem Verbrennungsofen gefunden. Der Verbrennungsofen? Wie sprichst du von denen im Garten? Die Tür war einschweinbrett geöffnet, also habe ich reingelinst. Wann war das? Das war nach der Beschwörung, als die Panik ausbrach. Herr Nick? Ja? Werden Sie das meiner Mutter sagen? Du meinst, ob ich das morgen Faye sagen werde, was du getan hast? Na, auf jeden Fall. Da kriegst du aber sowas von heftig Stubenarrest, du kleines Scheißkind. Wenn sie erfährt, dass ich mit den Müllresten gespielt habe, versucht sie mit den Hintern. Ach ja. Nun dann, Mensch, bleibt das natürlich unser kleines Geheimnis, nicht wahr? Okay. Dann darfst du aber auch nicht verraten. Aber das ist jetzt interessant zu wissen, dass sie den im Verbrennungsofen gefunden hat. Ja, den sollte ich als nächstes wohl untersuchen. Ja, das machen wir doch jetzt einfach mal. Ja, gehen wir mal hin. Warte, wo muss er hin? Meditationsraum müssen wir, glaube ich, durch. Ich bin der Meinung, wir müssen zur Strafanstalt. Ich bin im Meditationsraum. Okay. Er ist wirklich leer. Hier hätte heute Ausbildung stattfinden sollen. Aber ich glaube, die ist schon vorbei. Und dann müssen wir, glaube ich, weiter zu diesem Holzsteg da. Ja, da ist der. Ja. Holzsteg. Hey, da ist jemand bei der Verbrennungsanlage. Oh, das, als hätten sie mich bemerkt. Und kommen nun zu falschen auf mich zugerannt. Oh nein. Oh nein. Ja, das war deine, Chris. Let's go. Oh nein. Die hat ihre Psychic Abilities wieder rausgeholt. Da musst du wieder aufpassen. Oh, hey. Wie sind denn diese Zahnarzt? Eigentlich bin ich Anwalt. Phoenix Ritt ist mein Name. Schön, Sie wiederzusehen. Schön, Sie zu telefonieren. Oh, ich bin wirklich gewandt. Ich bin dran. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was ist denn los? Sie ist ja völlig außer Atem. Ich am Arsch, ja, egal. Ein bisschen von dem Brennhofenstaub inhaliert. Das macht sie immer, bevor sie schlafen geht. Dann sieht sie so schöne Farben. Ich bin total froh und total begeistert, hier zu sein. Ich habe sie im Radio gesehen. Siehst du das da hinten, was aus dem Ofen raushängt? Ich meine, es gibt hier so vieles zu sehen. Alles toll und so, ne? Wirklich, zum Beispiel? Zum Beispiel diese Vase da drüben. Ja, in Urne, Sie wissen, ja, Mensch. Alles, was ich sehen kann, ist ein Stück gesprungene Keramik, aber danke. Bitte gehen wir? Ich untersuche jetzt erstmal die Vase. Ich glaube, das trifft sich ganz gut.
Das ist eine wirklich alte Urne. Darin ruht die Asche einer Person, die schon seit langer Zeit tot ist. Scheint eine lange Geschichte zu sein. Abgesehen davon ist sie nicht sonderlich interessant. Wird Zeit weiterzumachen. Schauen wir uns doch mal den Brennofen an. Okay, den Brennofen. Das stimmt. Pearls hat gesagt, dass sie den Schlüssel in den Verbrennungsofen fand. Ich sollte wohl selbst mal einen Blick hineinwerfen. Das ist Mayas Kostüm! Da ist ja Blut drauf, ganz wenig, aber dennoch. Wie ist es da reingekommen? Wir hatten das im Gericht abgegeben. Ich kann das erklären. Robokarma, the plot thickens. Okay, gut, was wollt? Jetzt reden wir mit Inni. Oh nein. Muss das denn sein? Gibt es zu dieser Urne so etwas wie eine Legende? Sie ist sowas, wie der Schatz des Dorfes, Hä? Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ach so, warum erzählst du es mir denn dann? Der ist eingeschlossen. Er ist? Was reden Sie denn da? Sie wissen schon, ne? Amy Face Geist. Ami? Amerikaner? Wer? Herr Smith, kommen Sie mal in Schwung. Jeder weiß, die mystische Amy begründet die Kurainer. Ach, leck mich doch. Ja, lecken Sie mich doch auch gern mal. Sie müssen nicht gleich sauer auf mich sein. Solange Ihr Geist in dieser Urne lebt, bleibt die Spielfläche meiner Fee-Familie erhalten. Ist das nicht total romantisch? Umschmeißen. Romantisch. Hä? Wenn diese Urne wirklich so wichtig ist, könnte sie ein wichtiger Hinweis sein. Ja, aber solange sie da drin bleibt. Aber das ist doch kaputt. Reden wir mal darüber, was passiert ist. Ach nein. Aini! Heißen Sie Aini oder Inni? Ich möchte Ihnen zu dem Mord befragen. Ihnen. Aini? Aini, meini. Ich bin meini. Oh, nee. Alles hier ist meins. An Dr. Grey, erinnern Sie sich? Als ob es einen anderen gäbe. Doch der? Das hätten Sie gleich sagen sollen. Ich weiß absolut nichts, weil ich im Nebenzimmer geschlafen habe. Wir hatten die Nun, Sie sind keine große Hilfe, aber Sie haben überhaupt gar nichts bemerkt, richtig? Was soll das? Das ist langweilig. Ich habe so gar nichts damit zu tun, mit dieser Mordsache. Das Schriftzeichen auf ihrer Brust ist übrigens japanisch für bekifft. Ernsthaft? Weiß ich doch nicht. Ich habe den gleichen Move gepult wie sie mit der Urne, ne? Ach ja, sie haben nur Dr. Ray nach Kurain gebracht. Keiner Zusammenhang, klar. Selbst wenn sie nur seine Bekanntschaft waren, haben sie ihn dennoch gekannt. Außerdem war ihre Schwester, die bei dem Unfall starb, eine Schwester in seiner Klinik. Haha. Verkehrsunfall! Ja, genau wie dein Gesicht. Was? Oh nein. Nun gut, warum erzählen Sie nicht von dem tödlichen Unfall Ihrer Schwester? Warum? Sie glauben, dass ich etwas mit dem Mord zu tun habe? Das weiß ich doch gar nicht, aber können Sie nicht einfach mal mit mir reden, meine Fresse, ey. Och nein! Schwing dein Ding, schwing dein Ding, schwing dein Ding. Ich bin wieder zwei Schlösser. Ja, wir gehen einfach weg jedes Mal, wenn wir das sehen. Guter Plan. Was ist denn los? Sieht aus, als bräuchte ich etwas, um sie zum Sprechen zu bewegen. Einen langen Stock, den wir ihr in den Mund schieben können. Vielleicht leider vor Kamera die Peitsche. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Meditationsraum. Tschüss. Ich gehe mal wieder an den Tatort, vielleicht finden wir da ja noch was. 21. Juni, Fey-Anwesen-Beschwörungsroom. Sieht so aus, als wäre morgen auch hier, aber sie hat mich noch nicht bemerkt. Was macht sie da? Sieht aus, als würde sie Hinweise vertuschen. Ich meine, sich mit einem Bild unterhalten. Ja! Ja! Endlich gehört das ganze Erbe der Fey-Familie mir! Ja, die Kaiba Corporation gehört endlich mir. Und die drei weißen Drachen mit dem scheiß kalten Blick. Gini fragt, wer war diese Inni nochmal? Diese Inni ist mit dem Dr. Grey hergekommen. Das war die Schwester von der einen Krankenschwester aus Dr. Greys Klinik, die in einem Unfall gestorben ist. Verkehrsunfall. Ja, verstehst du es denn nicht? Seh dich doch mal um. Endlich hat sich die Gelegenheit ergeben. Auf diesen Tag habe ich schon so lange gewartet. Das stimmt. Bereite dich vor, liebe Misty. Was zur... Wer ist da? Na, ich trinke die Asche meiner verstorbenen Mutter. Bitte, was? Das ist Kakao. Oh, wenn das mal nicht alright ist. Ich bin nur etwas neugierig, das Bild, das Sie sich eben angesehen haben. Oh, heute war doch dieses Ereignis, oder nicht, Wetter-R? Sie soll sehr gut gewesen sein. Oh ja, sicherlich. Vielen Dank schön.
Es tut mir schrecklich leid, dass ich den Prozess heute nicht beiwohnen konnte. Darf ich übrigens anmerken, die japanischen Schriftzeichen auf ihrem Kimono bedeuten, ich habe die Steckdose gelangt. Ja, schwer beschäftigt, mir die Elektrizität in meiner Frisur zu holen. Da musste ich auch noch die Ausbildung besorgen. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Pilz. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht am Reden dran bin. Bist du? Sie möchte wohl nicht über das Bild reden. Ah, oh, das ist nur, weil die Meisterin hier nicht bei uns sein kann, versteht sie? Und deshalb musste ein unbedeutendes Mitglied der V2-Familie das hier machen. Ich bin sehr beleidigt und nicht sehr glücklich mit meinem Leben. Ja, jetzt trinkst du uns gleich ein Lied, dass das nass, Wasser immer nur noch nass wird, du bist ein Seeelefant. Ich trinke ein Lied. Reden wir mit was ist denn passiert? Nein. Ist Ihnen etwas zu dem Mord eingefallen? Nein, alles was ich weiß, ist Ihnen bereits gesagt worden. Waren Sie die ganze Zeit in diesem Raum, als ich mit Lotta und die Polizei gerufen habe? Ja, natürlich war ich die ganze Zeit bei der mystischen Mayonnaise. Ich wandte die Geisterrennung an und dann habe ich sie in den Arm gehalten. Dann habe ich gesagt, tja Maya, nie ist ja blöd gelaufen. Ich glaube, du musst jetzt leider ins Gefängnis. Warum würdest du das tun? Das haben Sie gestern auch schon gesagt. Ist sonst noch etwas passiert? Ich würde ja gerne sagen, dass es noch mehr gab, aber das ist alles, was passiert ist. Ach so. Ich hätte wirklich neue Informationen gern gehabt, ja. Letztlich ist wohl gar nichts passiert, Bert. Ah, tut mir echt leid, während Ihren Hoffnungen. Ja, nichts ist passiert, außer dass ein Doktor gestorben ist. Warum fühle ich mich, als wäre ich gerade aufs Übelste vereinigt worden? Das gehört zum Beruf nun mal dazu. Reden wir mal über Ihr Training. Das Supertraining. Üben die Schüler denn jeden Tag? Ja, außer am 13.12. Da fahren wir alle immer zusammen ins Wasserpark und gehen rutschen. Und wenn es regnet, geht ins Legoland. Nach dem Mord haben sie jedoch einen Tag frei bekommen, versteht sich? Ich nehme mal an, dass sowohl Maya als Pölz diese Ausbildung gemacht haben. Herr White! Ja, ja, wow. Die wird ja richtig schnell auf 180. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Müsst ihr es verstehen, werter Herr? Bitte nennen Sie die beiden mystische Maya und super mystisch geile tolle Pearl. Tut mir leid. Ich meinte natürlich die mystische Maya und die mystische Pearl. Super mystisch tolle geile Pearl! Moment, tut mir leid, aber mystische Pearl? Geht Ihnen das nicht etwas zu weit? Nächste Frage, bitte. Oh Mann, die geht mir richtig auf den Zeiger mit dem ganzen Getue. Ja, das tut's. Achten Sie nur darauf, was ich sage, sondern auch, wie ich sie es sage. Ansonsten... Das ist einfach nur Lotta Harten im Kostüm. Ansonsten sind Sie der Nächste, den ich abknalle. Moment, was? Reden wir mal über die Meisterin. Die Meisterin ist also Mayas Mutter, stimmt's? Mystische Misty. Die habe ich in einem Pokémon-Kampf in der Azorius City Arena besiegt und seitdem ist sie gestorben. Sie ist ein brillantes Medium. Und wo ist sie jetzt? Wir sind uns nicht sicher. Da drüben auf meinem Bild. Nicht sicher? Vor etwa 16 oder 17... mehr als Monate und weniger als Jahrzehnte. Versagte die mystische Misty bei der Beschwörung eines Geäußerster. Und danach ist sie einfach verschwunden. Sie versteckt sich einfach hinter dem Wandhang da drüben. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie Hermas in dieses Dorf zurückkehren wird. Und in 4 Jahren wird ihr Name für immer aus diesem Dorf gelöscht. Gelöscht? Eine Person, die mehr als 20 Jahre nicht mehr im Dorf war, wird für tot erachtet. Also ist der Präsident der Vereinigten Staaten in dem Spiel tot. Oh, ich verstehe. Und das ist bei ihr in 4 Jahren soweit. Wenn das passiert, wird Kurain eine neue Meisterin ernannt. Und? Die mystische Maya soll die nächste Meisterin werden. Oh nein, bitte nicht. Doch nach diesem Mord fürchte ich. Ich bilde mir das nur ein, oder? Ich dachte schon, sie hätte kurz in sich hineingelacht. Hoho. Warum? Oh, jetzt pass auf, ich habe eigentlich gerade gesagt, das ist Robocop, aber jetzt war es sie, weil sie nicht will, dass Maya die Meisterin wird, sondern ihre Tochter. Ich bin weggerannt. Ich gehe jetzt. Okay, wohin gehen wir denn? Nach Kurain, nach draußen, ich brauche frische Luft. Oh, scheiße, das Pearl liegt hier noch weiter. Strafanstalt! Okay, Moment, bin unterwegs. 21. Juni, Strafanstalt, Besucher. Vor allem sind wir nicht irgendwie 4 Stunden im Zug weg, fährt jetzt die ganze Zeit so hin und her, so mach ich jetzt hier mal kurz da. Mhm. Deswegen ist auch keine Uhrzeit mehr da, damit wir nicht merken, wie dumm das ist. Hallo, Nick! Was? Hallo, Nick, ich habe schon gewartet. Sieht so hilflos aus.
Nun sag schon, wie war's? Was hast du herausgefunden? Nun, ich habe etwas herausgefunden. Mir kommen die Tränen, Nick. Lass mich nicht weinen. Ich brauche etwas mehr Zeit. Bis morgen habe ich alles beisammen versprochen. Tut mir leid, Nick. Ich muss rübsen, aber ich will nicht. Tu es! Jedes Mal, wenn ich dich treffe, bereite ich dir nur Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Oh nein, ich werde nicht meine Tante. Oh nein. Reden wir mal über den heutigen Prozess. Nun, wie war's? Die Verhandlung heute, meine ich. Du warst fantastisch, Nick. Immer, wenn ich dachte, wir könnten einpacken, hast du einfach ausgepackt. Ich wette, das wäre Stoff für einen tollen Hollywood-Film. Ja, so ziehen wir die um. Sei nicht albern. Wir müssen uns auf den Prozess konzentrieren. Wir ziehen jetzt nicht um. Wir werden gewinnen, Maya. Vielen Dank. Wirklich. Hey, Nick. Die Person, die Dr. Gray erschossen hat, war doch nicht ich, oder? Was? Natürlich nicht. Du bist völlig unschuldig. Ich frage mich nur, warum Maya Faye das tun würde. Und das, Moment, ich bin Maya Faye. Hoppla. Wenn das stimmen würde, wäre ich richtig froh, aber... Der Typ, der die Wache da hinten rechts, der war schon bei dem Red-White-Fall die Wache hier bei Mario. Da denkt sich einfach nur, können wir den Scheiß einfach mal lassen, dieses ganze Melodrama. Ich hab nichts getan, könnt ihr mich ja nicht rauslassen. Es war doch niemand anderes bei uns beiden im Zimmer, richtig? Nun hast du hinter dem Wandschirm nachgesehen? Ich hab kurz geschaut, aber da war niemand. Genau das hat auch Lotta gesagt. Nicht schuldig! Nick? Ja, bitte? Warum glaubst du an mich? Und warum denkst du, ich hätte Dr. Gray nicht getötet? Weil das Spiel sonst vorbei wäre. Ja, mir hat mir etwas gesagt. Meine Schwester? Was hat sie dir gesagt? Wir müssen die Spielzeit noch strecken um mindestens 12 Stunden. Wie sollen wir das denn sonst für 60 Euro verkaufen? Wie sollen wir die nächsten 6 Monate Pause rechtfertigen? Oh Gott, Entschuldigung. Sie hat mir gesagt, dass ein Medium keine Träume haben kann. Bei einer Beschwörung ist es unmöglich zu träumen, weil ich deine Seele Oh Gott, das ist schon ziemlich Metal, ne? Jetzt, wo du das erwähnst, Moment mal, dann bin ich ja wirklich gestorben. Moment, was? Du bist nicht die wirkliche Mörderin. Ich denke, dass du vielleicht sogar von der Beschwörung betäubt worden bist. Betäubt? Ich glaube, das war von Anfang an so geplant. Und dir wurde die Schuld für den Mord an Dr. Gray in die Schuhe geschoben. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Das muss so sein. Pearls Alibi. Ich möchte dich etwas über Pearls fragen. Pearlie, was ist denn mit ihr? Egal, was ich auch versuche, sie antwortet mir einfach nicht. Ich möchte wissen, was sie zum Zeitpunkt des Mordes getan hat. Moment mal, Nick, du glaubst doch nicht etwa, dass sie es getan hat. Ja, doch. Doch, ja klar. Na Quatsch, nö, nichts dergleichen. Entweder die oder die Haie. Ja, Gini schreibt, man könnte ja auch telefonieren, anstatt 2x4 Stunden hin und her zu fahren. Quatsch. Nein, wir sind doch alle im Jahr 1630 hängen geblieben. Außer der Richter, der ist schon in 2020. Sie würde sowas niemals tun, hörst du? Niemals. Sie ist ein tolles Kind und richtig süß und echt toll und süß und richtig süß und ein tolles Kind. Ich halte sie wirklich nicht für die Mörderin, okay? Tolles, süßes Kind. Aber sie verheimlicht ganz gewiss etwas. Hä? Du warst an jedem Tag mit ihr zusammen, nicht wahr? Ja, wir haben mit ihrem Ball gespielt. Ein Ball? Hä? Ich dachte, sie kriegt keine Spielzeuge. Ball. Spielzeug ist in dieser Welt. Nun zu diesem Ball. Der ist nicht besonders, nur ein simpler alter Ball. Ich glaube, sie hat noch mit ihm gespielt, da habe ich mit der Beschwörung angefangen. Pearl spielt wirklich sehr gerne mit diesem Ball, weil es das einzige Spielzeug ist, was sie besitzt. Warte, was? Sie spielt wirklich gerne mit diesem Ball, hä? Wenn sie ihn haben will, klettert sie einfach in die Truhe hinein. Die Truhe? Ja. Pearl versteckt sich immer da drin und dann machen wir die Nacht zu, damit wir sie nicht schreien hören. Kennst du das Nebenzimmer? Da drin steht eine Truhe. Die ist so groß, dass sie sofort weiß, wovon ich rede. Wenn du sie siehst. Und der Ball ist einfach nur so ein Atemschlauch, damit sie nicht erstickt. Die Truhe befindet sich also im Nebenzimmer, hä? So ein Atemballon ist das. Okay, dann gehen wir wieder zurück nach Kurain. Sehr gut, danke für die Info, Maya. Das letzte Mal, als wir sie nicht in die Truhe gespannt haben, ist sie das Nachtzimmer wieder neben meinem Bett aufgetaucht. 21. Juni, Kurain. Also wir haben jetzt ungefähr 8 Stunden verbeppelt, ne? Ich hab mich erschrocken. Alpha bübt! Oh nein, aua. Nein, kann ich bitte weggehen? Danke, hast gut gemacht, Chris. Super Aktion, Chris, bitte öfter. Gehen wir mal in den Meditationsraum. Oh Mann, Bübsch noch, Eifer! Lotta! Verbübsch! Das ist echt toll gemacht. Bist du schon wieder weggerannt? Ich sag dir, hör bloß nicht ab. Hör auf, mir noch nachzugehen, verstanden? Ich bin ein wertloses Stück Abfall. Wenn du mich siehst, dann werden deine Augen zu Staub. Oh, hat sie mir ihre Depression. Warum rennen wir hinterher? Wir rennen jetzt hinterher, gehen auf den Holzsteg.
Das war jetzt nicht die beste Idee. Wir gehen weiter. Oh, nee. Ab ins Nebenzimmer. Das war nicht die beste Idee. Auf zum Brokkoli ins Nebenzimmer. Gibt's die Jungen eine extra Portion? Ich bin mir fast sicher, dass ich gesehen habe, wie Lotta in diese Richtung rannte. Aber es sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Die ist 100 Pro. Die ist in der Kiste drin. Alter, kannst du dir den Ball mal angucken? Das ist ein Stil-Samurai-Ball. Wollen wir uns den angucken? Ja, das ist Pearls Ball. Maya sagte, dass er immer in der Truhe aufbewahrt wird. Was macht er also hier auf dem Flug? Lotta ist in der Kiste. Ja, da ist fucking Lotta drin. Haben den Ball mitgenommen, so. Ich klaue jetzt Pearls Ball und der presse sie damit. Ich schaue jetzt die Kiste an. Okay, schauen die Kiste an. In der Truhe wird für gewöhnlich Pearls Ball aufbewahrt. Frag mich, was da drin ist. Ah! Oh! Was machen Sie denn da drin? Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Stück Mensch im Leben, ich mich verkriechen. Ja, naja, immerhin hat sie eine Einsicht. Sie haben sich also in der Truhe verkrochen, weil kein Loch in der Nähe war. Oh Mann, hä? In dieser Truhe ist ein kleines Loch. Und es befindet sich ungefähr 20 cm über dem Boden. Das ist dieselbe Höhe wie über das Loch in dem Wandschirm. Das könnte also Truhe zur Gerichtsakte hinzugefügt. Und da haben wir mitgenommen, das Ding. Ja, wir nehmen die Truhe mit. Okay, Und Lotta. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Nee, wo ist Lotta hin? Dann gehen wir halt wieder zurück. Die ist in der Truhe. Auf zum Holzsteg und dann weiter, der Meditationsraum. Oh, auf zu Brokkoli. Oh. Ach, Herr Nick, diese Person ist gerade eben hier vorbeigerannt. Welche Person? Wissen Sie, die Person mit dem bauschigen Zuckerwattehaar. Das ist ja eine schöne Beschreibung. Ach ja, sie meint Lotta. Sie sagte, schau mich nicht mit diesen Augen an, aber ich bin doch gar nicht so furchterregend, oder? Ja, doch. Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat. Ich schon. Ach so. Oh, das stimmt. Sie wollten auch, dass ich Ihnen sage, bin auf einem Selbstfindungstrip, also suchen Sie nicht nach mir. Oh, nun ja, danke. Dann werden wir Lotta Hart wahrscheinlich nie wiedersehen in Phoenix Wright Ace Attorney. Ja, vielleicht... Im dritten Spiel wieder, keine Sorge. Gern geschehen. Bitter. So, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Also entweder wir machen alles kaputt und zeigen ihr den Ball oder wir gehen weg. Können wir mit dir reden? Ne, können wir nicht. Ich zeig dir das Magatama. Das war... Mayas Magatama, weil damit können wir diese komischen hier Schlüssellöcher kaputt machen. Müssen wir das tun? Ja, müssen wir jetzt tun. Ja, können wir dieses dämliche Feature nicht ignorieren? Ich erpresse dich jetzt mit dem Ball. Pearls! Du musst mir sagen, was du getan hast, als der Mord verübt wurde, okay? Aber was ist, wenn ich Ihnen einfach nicht sagen kann, was passiert ist? Und dann mache ich deinen Ball kaputt. Nein, ich sage alles. Dann werde ich raten, was passiert. Klingt das Sie gut? Sie können sowas? Ja, ich kann deinen Ball kaputt machen. Ich habe ein Messer und ich habe einen Ball. Let's go. Du sagst mir, wenn ich etwas richtig geraten habe, okay? Okay. Nun, als der Mord geschah, warst du hier, nicht wahr? Oh, scheiße, wo war sie denn? Auf dem Holzsteg. Meinst du? Ja, da war sie doch dahinterher. Du warst hier, Pearls, nicht wahr? Auf dem Holzsteg. Wow, ich habe eine Brezel im Haar. Toll. Nun, glaubst du, kannst es mir jetzt sagen? Tut mir leid. Mann, oh Mann, okay, was nun? Okay, ich glaube, ich weiß, was du dort gemacht hast. Achso, scheiße, das habe ich weggeklickt. Wissen Sie echt so viel? Nun, ich bin Anwalt, verstehst du? Nun, was hat Pearls auf dem Holzstück gemacht? Ja. Ball gespielt. Sie hat ihren Ball massiert. Pearls Ball. Oh fuck, da ist die Lebensleiste. Du hast mit diesem Ball gespielt, richtig? Oh nein, wir haben die Lebensleiste. Ich habe den Ball gedrückt, das ist richtig. Ach, das stimmt, woher haben sie das gewusst? Maya hat mir erzählt, dass du gerne mit deinem Ball spielst, wenn keiner hinguckt. Was? Ja, ich habe mit meinem Ball gespielt. Ach so, und dann? Dann ist etwas passiert, hä? Etwas richtig Schlimmes. Ich hasse es, wenn Leute reinkommen, wenn ich mit meinem Ball spiele. Was wollen Sie mit etwas? Nichts ist passiert. Das ist es. Als du mit deinem Ball gespielt hast, das ist passiert, hä? Huh? Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was los ist. Was denn? Wir müssen jetzt mal auf R drücken, auf Profile. Und dann müssen wir Army Faye machen. Weil ihre Seele ist in der heiligen Urne und die scheiß Urne war doch kaputt. Wo ist... Auf der zweiten Seite. Die Gründerin der Ukraine Beschwörungstechnik, oder? Warst du so überrascht, dass du vor Schreck ganz still warst? Weil sie völlig falsch liegen, obwohl sie sich doch so sicher waren. God damn it! Sorry! So macht man sich selbst von einer 8-Jährigen lächerlich. Ich kann nichts mehr erlauben. Also tut mir leid, sorry, ich wollte nur sehen, ob du aufpasst. Ja. Ist okay, sie können es ja nochmal versuchen. Okay, dann nehmen wir halt die Urne anstatt das Profil, okay.
Ich zeig die Urne. Sorry, wo ist denn die Urne? Ah, fuck, ich hab rausgeklickt. Ich muss nochmal rein. Ja, ich such grad die Urne. Haben wir die nicht? Ja, ich geh mal nochmal zurück zu ihr. Weh, ich geh jetzt da rein und darf gleich wieder rausgehen. Ich hab die. Jetzt sind wieder beide fucking Schlösser da, what the fuck? Ich glaube, ich hab die Urne nicht, die ich zeigen kann. Ach, ich bin dumm. Ich muss ja dieses Ding hier. Haben wir die Urne nicht, oder? Ich glaube, wir haben die Urne nicht. Ich glaube, die müssen wir nochmal untersuchen. Hi, Becky. Hallo, Becky. Bewegen wir uns zur Urne? Ja, wir bewegen uns mal so langsam Richtung Urne. Oh nein! Die war nicht die beste Idee. Ich schaue mir die Urne an. Okay. Dieser Urne befindet sich ein Geist, hä? Warte, da steht etwas drauf. I am, hä? Seltsam. Heilige Urne. Ach toll, ja, super. Schön, jetzt haben wir es geschafft. Super, jetzt mache ich dich aber mal richtig kaputt. So, so zeigen wir. Magatama, let's go, okay. Das schaffen wir. Oh, müssen wir jetzt nochmal von vorne? Ja. Okay, Pearls, du musst mir irgendwas sagen. Labi, lup, schlimmer, lup. Okay, du warst hier, auf dem Holzsteg. Pearl war auf dem Holzsteg. Also, ich habe noch 4 Balken in meiner Leiste oben. Ich auch. Das ist nicht gut. Ja, sie war auf dem Holzsteg, wie toll. Und ich weiß auch genau, was du da gemacht hast. Was hast du gemacht? An ihrem Ball gespielt. In der Tat. Peng. Warte, ich bin noch nicht so weit. Tut dann ist mir etwas leid, passiert, nicht. Etwas richtig Schlimmes, nicht wahr? Das ist es. Als du mit deinem Ball gespielt hast, ist hier die Urne. Die Heilige. Ach du heiliger Urne, ist passiert. So, warte. Ball. I am. Warum steht da I am drauf? Oh, ich weiß, warum da I am drauf steht, weil das doch Army Faye ist und dann hat sie die einfach falsch wieder zusammengeklebt. So, heilige Urne. Ja, das ich bin gleich da, ich bin gleich da. Das sieht besser aus. Diese Urne, das ist ein Schatz des Dorfes, richtig? Was meinst du mit etwas Lichtes passiert? Als du mit deinem Ball gespielt hast, ist das passiert. Sie hat die fucking Urne runtergekickt. Ja, mit ihrem Ball einfach gegen jede. Der Samurai hat einfach die Urne kaputt gemacht. Warte, Chris, ich hab kurz, warte. Jawohl! So toll, kannst du mir jetzt sagen, was passiert ist? Ich habe sogar dein Lieblingslied gespielt. Und der Geist der Begründung der Corinna-Technik ist darin eingeschlossen, nicht wahr? Ja. Was ist denn das? Die hat ja überall Sprünge, sogar Löcher. Bitte ziehen Sie mich nicht auf. Alles gut, Pearl. Wir wissen alle, dass Army Fair eine sehr massive Kugel war und deswegen nicht durch die Löcher durchpasst. Pearl, du hast die heilige Urne kaputt gemacht, stimmt doch, oder? Der Ball ist dran geknallt, hat sie umgestoßen, oder? Und wenn morgen das rausbekäme, würde sie mächtig sauer werden. Mhm. Die streitet es gar nicht ab. Treffer versenkt. Aber es ist seltsam, dass sich die Blockade nicht gelöst hat. Es ist eine richtig alte Urne, nicht wahr? Hä? Hey. Die ist so alt, deswegen ist es gar nicht so seltsam, dass sie Sprünge hat. Oh, Gaudimann, viel Glück bei deinem Smash-Turnier. Entschuldigung. Ihre Stimme bebt, ja. So, jetzt vielleicht Profile? Ja, woher wissen wir das? Ja, wir wissen das. Warte, aber. So, wir müssen jetzt einem kleinen Kind ganz viel Angst machen, okay? Also Profile und den Spooker. Ich zeig jetzt den Spooker, let's go, Army Fail. Ja, besser. Wer hat die Kuraina-Beschwörungstechnik begründet? Na, I-Am Fail, wissen wir doch alle. das war die mystische I-Am Fail. Ah, stimmt, richtig. Wie war ihr Name buchstabiert? Kannst du das nochmal sagen? Wie ihr Name buchstabiert wird? Weiß ich nicht. Er wird A-M-I geschrieben. Ich dachte, es wäre etwas seltsam, dass auf der Urne I-A-M steht. Und daher wusste ich, dass jemand die Urne kaputt gemacht haben muss. Und beim Zusammensetzen einen Fehler beim Buchstabieren gemacht hat. Mein Schloss. Das Schloss zu deinem Herzen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Reden wir über ihr Alibi.
Ungefähr zu der Zeit, als die mystische Maya an jedem Tag mit der Beschwörung begann, spielt sich mit meinem Ball auf dem Holzsteg. So redet kein Kind. Holzsteg. und dabei ist der dann die Urne zerbeddert, ne? Ja, nicht nur die Urne. Oh, Mann. Ich habe sie aber kaputt gemacht. Ich habe den Geist der mystischen Dame aus Versehen wegfliegen lassen. Endlich in den Himmel! Bis dann, ihr Trottel! Ich bin frei! Ihr Trottel! Ich bin frei! Mach dir keine Sorgen, sie ist jetzt an einem besseren Ort und morgen wird das nie erfahren, okay? Ich bin ein böses Kind. Ja. Ich hab deines Dorfes zerstört, ist unverzeihlich. Ja. Ich dachte, dass sie mich vielleicht des Dorfes verweisen würden. Aber die Scherben waren ziemlich groß, also... Also was? Du hast dir gedacht, du könntest die wieder zusammensetzen und keiner merkt das? Mhm. Pater Fix fixiert wieder und wieder. Genio, beides. Reden wir mal über die heilige Urne. Ich habe Kleber gefunden und mit dem Korridor genommen und die Urne dann repariert. Das ist doch gut. Ja, der Korridor, du meinst den Holzsteg? Ja. Oh Mann. Guck mal, wie sie aussieht. Die Beschwörung hatte bereits begonnen, deswegen dachte ich, dass niemand vorbeikommt. Hm, verstehe. Wie lange hast du dafür gebraucht? Muss eine ziemlich üble Reparatur gewesen sein. Ja, ich bin vielleicht gut bei spirituellen Dingen, aber wenn es um Kunst und Handwerk geht, bin ich eine Niete. Als ich mit der Reparatur der Urne fertig war und hoch sah, betraten sie das Anwesen. Das war wohl, als Lotta und ich vom Anruf bei der Polizei zurückkamen, ja. Als ich das gesehen habe, packte ich schleunigst alles zusammen. Nick? Ja, was denn, Pearls? Ich werde wohl rausgeworfen. Keine aus Sorge. Der Schule. Keine Sorge, du kannst in einem Pappkarton vor meinem Haus schlafen. Ich meine, ich habe ein fliegendes Auto gegen die peitschende Weide gefahren. Ah ja. Nein, das war nur Frau von Kramer, kein Problem. Ja, super, weiter geht's. Ich meine? Ja? Ich wette, die mystische Armee ist froh, aus der engen Urne raus zu sein. Ja, das würde ich hoffen. Keinen Schaden verursacht und eine glückliche Lösung gefunden. Uff, Tata. Phoenix macht mal einen guten Vater. Schade, dass er und Edgeworth keine Kinder zeugen können. Ja, vor allem, weil Edgeworth tot ist. Ja, gehen wir mal weiter nach Kurain. Kurain. Puh, ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich finden konnte. Aber ich verstehe nicht, wie das alles zusammenpasst. Hm, nochmal hm. Hey, und es ist nur ein Zufall, dass Inimini hier ist. Hey, Julia. Wieso war der Geist denn Dr. Greyhofen wollte hier eine Krankenschwester? Die ausrechnet Inis Schwester, es war fast etwas zu gut. Hey, Phoenix, ich rede mit dir. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn hier, aber wo gibt's solche Informationen? Ach, ich verstehe schon. Du machst ja nicht die Mühe. Oh, du machst ja nicht die Mühe mit mir abzuschauen, wie hochnäsig, ach. Ach, Lotta. Elfabib, du hast mich ja doch noch bemerkt. Ich dachte, ich hätte eine Mücke in meinem Ohr summen gehört. Ja, da muss ich dir schon lassen. Du weißt, wie man Abfall aufspürt, oder? Ich meine, ich hab dir ganz dankbar, dass du dieses Stück Müll so gehetzt hast. Danke. Aber weißt du vergehst deine Zeit. Ich komm schon allein klar. Was faseln sie denn da? Und was ist dieses Aufspüren oder Hetzen betrifft? Ist es nicht genau das, was sie tun? Ey, Robin, ich verstehst du? Ich bin doch nicht nur gerade ein wahrer Gentleman, wenn es um das Herz einer Lady geht. Was? Becky, ich auch. Am Anfang ich auch. Sie sind auch nicht gerade die größte Charmeurin der Welt, meine Liebe. Ey, oh, das haben sie jetzt aber nicht gedacht, ne? Reden wir doch mal über den heutigen Prozess. Warum müssen wir nicht dauernd mit ihr reden? Schuck dir mal die Verhandlung, weil heute tut mir echt leid. Wenn ich schon was reingehe, dann gehe ich da rein und dann gehe ich nicht wieder raus und dann geht's aus und dann explodiere ich mal richtig mit meinem Afro. Sie haben Maya wirklich üblen Schaden zugefügt, Lotta. Ah, die passt schon. Ja, die hat auch schon Schlimmeres durch immer. Ich nehme an, du kannst ein Mädel wie mir nicht verzeihen. Ihr verzeihen. Nein. Doch. Nun vielleicht Nein. schon. Sie haben Maya schließlich auch wieder geholfen. Wirklich? Ja, wirklich. Oh, Gott sei Dank, ich bin noch nicht tot. Ich bin noch was. Nee, ich sage ehrlich, ich spreche noch mit mir selbst hier gequatscht. Nun, denn Lotta hat es zu deinen Dienstes. Ich werde bei den Schmutz, den ich ausgegraben habe, mit dir teilen hier. Ich reib dir mal schön so ein bisschen Dreck aufs Jackett, ne? Da siehst du auch alles, als wenn du vom Land kommst. Dankeschön. Ich tue nicht so überrascht. Ich werde dir sogar umsonst diesen Dreck hier geben. Bitteschön. Lotta will kein Geld, jetzt weiß ich, dass sie ein außerirdischer Klon ist. Es ist Robokramer. Reden wir über den Mörder. Wenn Maya nicht die wahre Mörderin ist, wer denn dann? Glauben Sie, war es, Lotta. Gut gerettet. Nun, Sir Henry, ich saß nicht offensichtlich, das war natürlich dieser Idiotismus-Friesch. Sie meinen Inimini? Nee, na, jemand anderes kommt ja wohl nicht in Frage. Die Oma und du, die waren ja die ganze Zeit zusammen. Lotta verdächtigt also Ini. Die Oma. Das heißt, sie könnte schon etwas über die mysteriöse Ini herausgefunden haben, ja. Ja, das heißt eigentlich, dass wir sie ausschließen können, weil Lotta immer irgendwo Wir präsentieren mal Inimini's Profil. Warte, müssen wir das? Ja, müssen wir.
Hey, das ist doch eine mini meine Mühe. Ich bin Lötter und du eine Kuh. So. Ja, bitte. Ich habe mich gefragt, ob sie etwas über dieses Mädchen wissen. Tja, ihr habt tatsächlich ein paar Nachforschungen über sie angestellten, Tüt. Es war ihrer Schwester, den Dr. Grey aus dem Welt der Geister zurückgerufen haben, Tüt. Ja, davon habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass Inni diejenige war, die Dr. Grey nach Kurain gebracht hat. Ist der Stein ernst? Ist vielleicht ein raffiniertes Jörsche. Hey, soll ich dir noch mehr über sie erzählen? Jetzt habe ich richtig den Steck am Drecken, ich sag's dir. Okay. Oh nein. Steck am Drecken, Leute. Da es gerade um Inni geht, haben sie irgendwelche anderen Informationen? Sicherlich. Was denn? Gar nichts. Oh, das würde ich jetzt etwas kosten. Das würde ich einiges kosten. Ach, Dummerchen, ich dachte, umsonst wird heute kein Geld. Das Mädchen war vor einem halben Jahr im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Aber warum? Nun, sie hatte Nierensteine, weil sie den ganzen Tag sich von Instant-Drama ernährt hat, so wie der gute Detective Gumshoe. Wenn er auch so weitermacht, dann kriegt er da richtig so richtig Brocken aus seiner Niere rausgepult. Aber ich wollte ihn warnen, kauf dir anständiges Essen. Da meint nur, ich verdiene noch nichts. Dann bezahlen sie mir noch mein Essen. Hab ich gesagt, du musst doch einfach mal deinen Stolz runterschlucken und vor Restaurants in eine Mülltonne wühlen. Dann kannst du auch ein leckeres Stück Pizza zum Abendessen haben. Wie macht man einen Henkerknoten? Nun verdammt, das kannst du. Weißt du, was das Lotter gerade sagt? Nun verdammt, das kannst du ja wohl selbst rausfinden. Hä? Ja, ich gebe dir die Adresse der Klinik. Vielleicht findest du auch etwas raus. Vielleicht? Was soll denn das heißen? Nun, sieh mal, ich dachte nämlich, dass das ätzend wäre, deswegen war ich gar nicht dort. Ach, verflixt. Nun, so läuft das nur mal nicht, wahr? So läuft was? Ich meine, sie geben mir nicht so. Ach, was soll's? Ich gehe zur Hottie-Klinik. Bist du bereit für die Hottie-Klinik, Chris? Wir fahren jetzt wieder 4 Stunden hin. Schuppenklinik. Wir haben jetzt schon 12 Stunden vergeudet mit Hin- und Herfahren. Auf zur Hottie-Klinik. 21. Juni Hottie-Klinik anmelden, der Typ da hinten mit seinen Krücken. Den muss ich gerade lachen. Hier lag Inni also im Krankenhaus. Oh Gott. Okay, wer macht den, du oder ich? Ja, ich. Okay. Ja, möchtest du einen Patienten besuchen? Ach ja, sind Sie einer der Ärzte hier? Ja, ich bin direkt der Hottie. Ach so, ich dachte nicht, dass ich mit dem Direktor selbst sprechen würde. Ich dachte, das wäre einer aus der Geschlossenen. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich mich kratzen soll. Ja, wie kann ich dir behilflich sein? Möchten Sie etwas Läuse-Entfernungsmittel kaufen? Nur 3,99. Ja, bitte. Danke. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Frau Inimini-Manimu stellen. Frau Inimini, ja. Ach, das ist aber schade. Ich sag dir was. Diese Mission wurde schon vor langer Zeit entlassen. Kann ich dich vielleicht nach Arbeitsschluss mal treffen? Ich würde gerne etwas Crack-Kokain kaufen. Fingst du also, mein Lieber. Sie wissen doch, dass Sie nicht abhauen sollen. Zurück auf Ihr Zimmer. Ach, Zuckermäulchen, beruhigen Sie sich. Sehen Sie doch, das ist so streng zu einem alten Mann. Fangen Sie es bloß nicht wieder mit der Zuckermäulchenmasche. Also, das ist gar nicht der Doktor. Oh, natürlich ist das nicht der Doktor. Es hätte mich aber nicht gewundert. Ja. Wenn sie sich nicht benehmen, werden sie aus diesem Krankenhaus geworfen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass die Schwestern so direkt und hart zum Chef sein dürfen. Guten Morgen, Phoenix. Kommen Sie schon, seien Sie ein braver Junge und geben Sie mir den Kittel des Direktors. Okay, verstehe schon. Oh Mann. Ja? Genug jetzt mit dem Ja. Wer zur Hölle sind Sie? Ich bin Direktor Hottie. Die Schwester ist einfach verschwunden, wie gemein. Der Einzige, mit dem ich jetzt reden kann, ist der Typ. Bah. Okay, hallo. Dann reden wir doch mal mit dem. Na, Chris, wie gefällt dir der Fall? Wir haben auch echt tolle neue Charaktere hier, oder? Hat er Augen? Ja, das zweite Spiel ist ganz besonders. Reden wir mal über die Hottie-Klinik. Und was wird eigentlich genau in dieser Klinik behandelt? Ja, wir behandeln alles mögliche. Ärztliches, klinisches Zeug. Ja. Ärztlich-klinisches Zeug? Das ist ja klasse. Das ist ja fast so, als wäre das ja ein krankenhaftiges Haus. Nun, die genauen Details kenne ich nicht, die interessieren mich nicht wirklich. Musst dir mal vorstellen, so eine Dr. House-Folge. Und dann kommt einfach er hier rein. Ja, was soll dieser Puss? Ach ja, gleich um die Ecke ist ein großes Allgemeinkrankenhaus. Ja, super. Wenn die nicht alle aufnehmen können, werden ihre Patienten hier verlegt. Das tut mir echt leid. Weißt du, diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, ne? So, wenn du privat versichert bist, kannst du in das andere Krankenhaus gehen, aber die Gesetzlichen kommen hierher. Hier wird auch operiert, oder? Ja, hier werden Schönheitsoperationen gemacht, glaube ich. Glauben Sie? Ja. Bei ihm hat es ja nicht geholfen. Ich glaube, es ist so. Reden wir über Inimani. Was wissen Sie über Frau Ninimini? Jetzt verstehen wir uns. Sie wurde hier verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Wissen Sie warum? Weil sie doch nicht versichert war. Alter, was macht er da?
Kann er das bitte lassen? Ich bin DJ. Du bist kein DJ, du willst scheinbar an Inimanis Brüsten rumschnörkeln, das sehe ich ganz genau. Aus dem Allgemeinkrankenhaus hierher. Oh Gott, welche Art von Operation war denn erforderlich? Ja, sie musste operiert werden, das war echt schlimm, richtig schlimm. War es eine Brustvergrößerung? Nein, weißt du, das ist etwas, das kann ich nicht sagen. Also es war eine Brustvergrößerung. Und das sagen sie mit einem freundlichen Lächeln, Herr Direktor, ganz toll. Das ist eben die Sache, dass Ärzte nicht über Patientenzeug reden dürfen. Das kennt man doch aus dem Fernsehen, oder? Von Dr. Wohnung. Hast du doch auch schon mal gesehen. Den werde ich wohl niemals dazu kriegen, dass er mir irgendwas verrät. Es muss doch etwas geben, was ich dem alten Kauz zeigen kann. Ja, ich gebe dir jetzt meine Autorität. Was wollen wir mir zeigen? Die Anwaltsmarke? Anwaltsmarke! Was ist das? Ich bin Anwalt. Im Moment untersuche ich einen Mord. Ja, was sollte ein zorniger Blick? Gewalt ist keine Lösung. Morgen ist die Verhandlung und ich hätte wirklich gerne Informationen von Ihnen. Ist das so? Tja, weißt du, ich denke, ich kann dir ein kleines Geheimnis mitteilen. Warte, das hat jetzt echt geholfen. Warte, können wir kurz festhalten, dass die Anwaltsmarke gerade echt geholfen hat? Was wäre das? Eigentlich bin ich gar nicht der Direktor. Wollen Sie mich jetzt eigentlich veräppeln? Jeder mit einem halben Fliegenhirn wusste das. Ja, du hast ganz schön lange dafür gebraucht. Wie meinst du das? Muss ich das jetzt echt erklären? Nun, Moment mal, ich gebe dir etwas. Echte Informationen, okay? Das Beste ist einfach, dass deine Zähne nicht aussehen wie Zähne, sondern wie so Kaugummis, die er sich in seinen leeren Mund geschoben hat. Eigentlich bin ich die, weißt du, ich bin die wandelnde Lexipädie hier, Sie meinen die wandelnde Enzyklopädie? Ja, genau das. Und meine Spezialität sind seidenweiche Richtigkeit. Ich weiß einfach alles über sie, aber es ist mir peinlich, darüber zu reden. Das ist also wirklich so ein Typ aus der Geschlossenen. Ja, super. Der ist ausgebrochen und die kriegt ihn hier nicht mehr raus. Der ist wie Schimmelpilz. Ja, die Schwester hat jetzt gerade diese dicke Schwester geholt. Weißt du, diese 2-Meter-Schwester mit der Zwangsjacke. Wie wäre es, wenn sie solche Infos für sich behalten? Oh, wie auch immer. Du wolltest doch etwas über Fräulein Meini wissen. Fräulein Inni Meini? Dieses Mädchen, ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Sehr gut. Können wir jetzt darüber reden? Ja, können wir. Mist. Goddammit. Sagen Sie mir bitte, was Sie über Inimani wissen. Ja, dazu komme ich auch. Vertrau mir, das mache ich. Jedes Mädchen, stimmt, sie wurde hier verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Das war vor einem Jahr. Sie war in von diesen Notfällen. Was fehlt ihr denn? War sie krank? Krank? Nee. Sie war verletzt, nicht krank. Das erkannte ich mit meinem geschulten Auge. Ich sah, wie riesig die Verletzung war. Eine riesige Verletzung? Ja, sie hat einen Splitter im Daumen. Ihr ganzer Körper war völlig in Bandagen gehüllt und ihr Arm war eingegipst. Das war so wie eine Folge, wo der Deus zum Quallenfischen gegangen ist. Das klingt wirklich ziemlich übel. Dann ist er, in die Hand ja, nehmen. Pass auf. Und dann ist er zu ihr hingegangen, weil sie sich ja nicht bewegen konnten. Und hat dann genau das, was er hier gerade die ganze Zeit macht, bei ihr gemacht. Und ganz feste in die Hand nehmen. Und seitdem ist er hier Dauer eingewiesen. Ja. Warum warten wir eigentlich gerade? Auf dich. Achso, hast du es schon vorgelesen? Nee. Ja. Das war ein Unfall. Die sind ganz schön beängstigend, diese Autos, nicht wahr? Ja. Auto? Sie meinen, es war ein Verkehrsunfall? Jupp. Dabei hat sie diese schrecklichen Verletzungen gelitten. War in der Zeitung. Ja, habe ich alles nachgelesen. Es war schrecklich. Will ich überhaupt danach fragen, was mit dem alten Mann nicht stimmt? Ja, das wollen wir. Operation. Gerade eben haben Sie etwas an einer großen Operation erwähnt, ja? Meinst du aber Frau Inis Operation? Ja, Frau Inis Operation. Das war ein kleiner Unfall. Ach so. Ja, ihr ganzes Gesicht war verbrannt wie Toastbrot. Es war schlimm, sehr schlimm. War es wirklich so schlimm? Ja, es war gut, dass Frau Inis ein Foto von sich dabei hatte. Ich habe gehört, dass ihr Gesicht anhand dieses Fotos rekonstruiert wurde. Foto? Das Mädchen, nun, sie hatte erst ihren Führerschein bekommen. Nun, sie hatte zufällig ein Führerscheinfoto dabei. Oh, ich darf gar nicht reden. Ist ja schön, erzähl mir mehr. Nun, also ich bekam ihr Foto zur Erinnerung. Ja, nun hab's wohl ihr gemopst. Ein Verstoß gegen die Berufsehre. Oh, Moment mal, ja, stimmt, da war ja was. Was? Ein hübsches Mädchen wie sie? Ich wette, sie hat viele Bilder von sich. Sicher, ja klar. Das ist etwas, mein Schatz. Oh Gott, das ist Gollum. Mein Schatz. Hey, Direktor Hotti, wenn sie mir das Foto geben, dann schicke ich dir einfach den OnlyFans-Link von ihr. Da kannst du dann für 5,99 immer noch ganz andere Fotos von ihr sehen, wenn du ich verstehst. Ich bin den goldenen Ring und ich bin weg. Ja, let's go. Was ist aus dem Führerschein geworden, hä? Wer weiß, ich habe mich nicht nachgefragt. Ist wohl im Auto verbrannt.
Aber danke für das Foto. Hier bitte, hier ist der Link. Okay, reden wir mal über den Unfall, Direktor Hottie. Also über Sie. Sie haben also Informationen zu Inis Unfall nachgelesen, richtig? Ja, nachgelesen. Ich habe Zeitung gelesen. Was war das für ein Unfall? Wissen Sie das noch? Ja, warte mal. Ich hole ihn für dich. Den Artikel meine ich. Hä, Sie haben den noch? Ja, natürlich. Versteh mich nicht falsch. Ich dachte mir, das war so, was passieren sollte. Was? Total besessen, aber von dem könnte ich lernen, wie man einen Hinweis nachgeht. Ja, da ist er ja. Ja. Das ist ein Artikel, dass Frau Ine auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz, hä? Oder geschlummert, so heißt es zumindest. Ein heftiger Ruck hat sie aufgeweckt und sofort war sie von Flammen umhüllt. Frau Ine kämpfte mit der Tür, öffnete sich schließlich und kam irgendwie raus. Jedenfalls können Sie all die Details in dem Artikel nachlesen. Danke. Neuer Hinweis, bitte. Toll. Es ist ein halbes Jahr her, dass Frau Ine operiert wurde und sich erholt hat. Sie wurde irgendwann im Dezember letzten Jahres entlassen. Das ist schon ein halbes Jahr her, wa? Ja, also, wie war ich? Ich war doch eigentlich der Hilfe, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Ja, nun, dann werde ich mal wieder zurück auf mein Zimmer gehen. Du bist Frau Ine von mir, okay? Ich muss jetzt auch gehen, ja. Moment! Okay, ich muss unbedingt hier raus. Wollen wir nicht irgendwas untersuchen? Nee, ich gehe nach Kuraiden. Okay. So, jetzt haben wir inzwischen schon 16 Stunden verplempelt. Ein ganz schön langer Tag. Oh Gott. Becky schreibt gerade, da hatte Ini einen Verkehrsunfall und ist zufällig die Krankenschwester an einem Verkehrsunfall gestorben. Hat bestimmt nichts miteinander zu tun, ja. Ja. Ey, Verbiebschner, wie war? War's denn auch klinisch? Ja, ich habe einiges rausgefunden, glaube ich. Was denn, Lewis, du siehst doch nicht so gut aus. Hast du vielleicht hier Bohnenbrand? Da habe ich ein gutes Rezeptor gegen. Was ist Bohnenbrand? Oh, das ist doch ganz schlimm, wenn sie das haben. Nee, da müsste mal richtig Bauch rumsteln und bumseln und stumpseln und dann macht's richtig Radar die Püffe und dann kommst du 3 Stunden nicht mehr von der Schüssel runter. Die alte Oma hat außerdem die Bullen gerufen. Die Bullen? Warum sollte morgen die Polizei rufen? Sie meint, sie müsste ihnen was sagen. Jetzt wird's jedenfalls interessant. Okay, wir reden mal mit Lotta. Ich hoffe jedes Mal, dass du das nicht sagst und du tust es trotzdem. Reden wir über morgen. Ach, aber ehrlich, ich sag dir, die Oma hat einen Knoten in ihren Strapsen. Was? Die Oma hat einen Knoten in ihren Strapsen. Tja, ich schätze, so könnte man das sagen. Es fängt immer so klein an, weißt. Und dann ist der Platz der Meisterin erschleichen, die Leute im Dorf kontrollieren. Und sie ist das jetzt raus geworden. Ein Mord ist raus geworden. Ja, was für ein Chaos. Moment mal, was? Warten Sie. Weißt, das Zeug, von dem Sie gerade sprachen, davon habe ich vorher nie was gehört. Hey, wirklich nicht? Aber für den Rest der Welt sind das alle Kamellen. Und entschuldigen Sie, dass ich kaum auf Gerüchte achte, während ich Menschen rette. Ja, Phoenix, bist ein ganz toller Typ. Menschen rette in Anführungszeichen, bitte. Sie sprachen von dem Erschleichen des Platzes der Meisterin? Ah ja, verbübsch. Zurzeit ist die Meisterin aus Medium namens Schmischte Fee. Abziehen, steh sie wirklich die Meisterin hätte werden sollen, war die alte Emma. Morgen hätte die Meisterin werden sollen? Ja, das klingt doch sehr interessant. Mehr. Das ist doch sehr interessant, wechseln wir mal das Thema und reden über Inimini. Wissen Sie, wo Eini Meini Minimu ist, Lotta? Ja, ich hab sie erst schon kürzlich gesehen. Sie hält sich im Hauptgarten auf. Okay, danke. Willst du ein paar Fragen? Ja, ich habe eine ganze Liste von Fragen, die nur sie mir beantworten kann. Aber reden wir über den Meister. Weißt du, warum ist die älteste Tochter der Meisterin? Da ist die Meisterin. Das ist die älteste Tochter von der Meisterin. Die Tochter. Die älteste. Die älteste Tochter. Ah, oh, sieht fast ja aus, als wäre die alte Fledermaus die alte Schwester von der Mischte Fee. Oh? Es heißt die ältere Schwester, natürlich, die größte, spätere Kraft. Ja, jetzt muss ich das sagen, das hat Maya doch auch schon mal erwähnt. Was für eine Kraft. Sie warnte mich, dass sie Mias Kraft nicht unterschätzen sollte. Nur weißt du auch immer, ne? Irgendwie hat die Jule immer die jüngere Schwester Mischte verloren. Verstehe. Ihr habt's gehört? Dass die Bürger segens die gewünscht habe, sagst du Dinge wie. Schießt der älteste. Wenn das fortschreitet, ist das Schwere, können wir Lotta verstehen. Ist die schwere Kraft, die frischste Meisterin zu sein. Wow, das ist mir ja völlig neu. Was wäre denn passiert, wenn morgen stärker gewesen wäre? Meier Schwamilsche wäre das Schweißschwamilsche, das Schweißschwamilsche. Danke. Wir gehen dann mal. Ja. Ab in den Meditationsraum. Wir können nochmal zur Hottie-Klinik gehen. Ja, nee, wir gehen jetzt auf den Holzsteg. Holzsteg. Ach Mensch, guck mal. Oh nein. Hey, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir waren ja 16 Stunden unterwegs, danke.
Ich glaube, ich habe jetzt genug, um ihr Geheimnis zu enträtseln. Was soll ich denn dieser unheimliche Ausdruck in ihrem Gesicht? Oh, klasse, ich präsentiere das in Magatama und dann wird sie erstmal wieder deine Seele gereinigt. Reinige deine Seele. Wasch dich, Mädchen, du stinkst nach Lügen. Du, wir haben doch die Mordwaffe im Inventar und du, kennen wir nicht. Du stinkst nach Verkehrsunfall, liebe Frau. Bitte erzählen Sie mir von dem Verkehrsunfall. Hä? Ich, wessen Unfall? Vom Unfall Ihrer Schwester natürlich. Ja. Dieser Typ, Dr. Gray, hat dafür gesorgt, dass meine Schwester einschläft. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ha, interessant. Ihn hat eben gefragt, und wessen Unfall? Das heißt, Sie müssen etwas über den Unfall einer anderen Person wissen. In Ordnung, dann wollen wir das Thema mal wechseln. Warum erzählen Sie mir nicht von dem Unfall einer gewissen anderen Person? Und zwar, der Unfall einer... Was? Ja, das Führerscheinfoto zeige ich jetzt. Bam! Ich möchte etwas zu Ihrem eigenen Autounfall fragen. Moment. Mich? Ja. Gini schreibt gerade schön, dass sie all die Stunde auf dem Holzstück auf uns gewartet hat. Die hat da nicht schon gewartet, ja. Gini. Die stand wieder vor dem Brennofen und hat die Dämpfe inhaliert. Ich glaube einfach, dass sie vor dem Holzstück nie wegfindet. Ja. Wow, irgendwie seltsam. Ich habe keine Ahnung, wo sie reden. Können sie beweisen, dass sie einen Unfall hatte? Jetzt brauchen wir diese komischen Zeitungen, die der Typ uns gegeben hat. Ne? Wo sind der? Wo ist die? Zeitung ist auch schon zweiter, wir haben hier auf der ersten Seite irgendwie. Artikel über Unfall. Warte, ich guck mal. 24. Mai, gestern Nacht raste ein Fahrzeug mit ja, das wird er sein. Bam! Nimm das! Würden Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Ini Meini gibt Interview zum Unfall. Das könnte doch jeder mit dem Namen sein. Sie waren schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, nicht wahr? Moment mal. Was ist Nein, denn? Nein, das ist mein Satz. Das bin ich nicht. Hä? Ich meine, diese Person hat denselben Namen, aber das bin ich nicht. Versucht sie das jetzt wirklich? Die große Frage ist doch auch, werden wir heute noch Inis Augenfarbe erfahren? Nee. Mein Name Ini Mini gibt es ziemlich häufig, ja natürlich. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mini Mini wird auch erwähnt. Total, wow, was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon total eine Gänsehaut. Glauben Sie, ich werde Sie so leicht von der Angel lassen? Also, was nun? Haben Sie etwas, das total beweist, dass ich im Krankenhaus lag? Das Führerscheinfoto nochmal? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, schauen wir uns nochmal alles an. Doch, ich nehme das Führerscheinfoto, let's go. Ja! Das ist der Beweis. Was soll das Bild bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem Sie lagen. Hä? Na und? Dort war ein gewisser Patient. Er war ein großer Fan. Zum Andenken an Ihren Aufenthalt klaut er dies. Das Foto sieht aus wie Sie. Diese unheimliche Schwindel davor gehabt, der Direktor zu sein. Dickere Mütze. Sind Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Einen Moment. Okay. Okay, also, ich war in einem Unfall verwickelt, sicher, ja, aber das hat absolut null mit diesem Wort zu tun. Doch, es hat es schon. Nein. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Nein. Doch. Und? Diese Frau, die starb, wer war diese Erachtens damit gemeint, hä? Meine Mütze. Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... Oh, müssen wir das jetzt echt vor Augen führen, ihre Schwester Mimi Meini, wo sind die? Haben wir die am Profil? Ja, hier. Haben wir? Wo ist die? Ja, das Foto von Mimi Meini, verstorben, sieht genauso aus wie Maya auf dem Foto. Stimmt. Das ist jetzt nicht so gut. Zeigen wir. Oh, fuck, stimmt. Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimi Meini. Mimi. Sie saßen in dem Auto, das ihre Schwester steuerte. Sie beide waren zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Bam. Stimmt, tatsächlich. Haben wir das Profil jemals angeschaut? Ich glaube schon, ne? Ganz am Anfang, glaube ich. Jawohl! Ja, wir sind voll! Ja, das bin ich immer. Aber die Leiste ist auch schon wieder aufgefüllt. So, reden wir mal über den Verkehrsunfall. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto gefahren, mit meiner Schwester. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Brumm, brumm. Déjà vu. Die Sitze sind leer. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich eingeschlafen bin. Boom. I just been this place before, higher on the street. Sie sieht aber nicht aus, als würde sie brennen. Mhm. Und dann ist es passiert. Die sind mit einer gescheiten Rolle vorher rausgehüpft, Chris.
Aber der Typ hat doch gesagt, sie hat gebrannt. Ich griff in meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Und ihre Schwester? Ich konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch und ich konnte nichts sehen. Oh, tut mir leid. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ja. Sorry. Dann reden wir mal über Dr. Gray. Hat Dr. Gray, den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verschuldet? Er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester zu heim zu zahlen. Ha, ich frage mich. Dann hat ihn ja einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Nein, hat sie nicht. Doch. Es scheint so einfach zu sein. Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. Ich hoffe, Sie genießen sie. Du alle Schnulle! Dann gehen wir mal wieder. Sie wird gruselig, wir gehen. Meditationsraum. Auf zum Kurain. Auf zum Brokkoli. God damn it. Sieht so aus, als würde etwas passieren. Und ein Paul verprügelt. Rückst du jetzt dein Taschengeld raus? So. Mhm. Lass uns über die Mutti in Ruhe. Au, 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 ganz ruhig. Wird dir nicht wehtun. Paul, Liebe, ist das schon in Ordnung? Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Ich, Junge? Das ist ja freundlich. Mutter, bitte lass mich mitkommen. Oh nein, 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 du musst herbleiben und das Anwesen beschützen. Du hast den stärksten linken Haken in ganz Mexiko. Aber wir leben nicht in Mexiko. Oh, wir haben mir ganz schön wehgetan. Mach nicht so ein Gesicht, pass mal auf. Ich zeig dir etwas ganz Tolles und so weiter, ne? Kann sie mich mal aussprechen lassen? Er wollte ihr gerade seine Pistole zeigen. Inspektor, treiben Sie es nicht auf die Spitze. Wir haben auch eine Pistole. Nein. Tut mir leid. Armer Gamschuh. Guck mal, das sind meine Gehaltsabrechnungen. Siehst du die ganzen Nullen? Armer Gamschuh, so von morgen am Ohr gezogen zu werden. Aua. Mami. Ah, da kenne ich jetzt den perfekten Trick. Wir gehen einfach. Okay, tschüss. Auf zur Strafanstalt. Auf zum Brokkoli. Auf zum Hackbraten. 1838 Strafanstalt. Du hast mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Hallo. Heiner. Mia. Nur Mia. Auf die Vorbereitung. Mia. Ich glaube, du bist Mia. Ich habe genug Beweise und Informationen, glaube ich. Wie bist du darauf gekommen? Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Jetzt haben wir schon 20 Stunden Maya verplempert. Oder freigesprochen wird. Eine ganz schöne Last. Mit morgen meinen sie in 2 Wochen, richtig? Wenn ich mich recht entsinne, hatte Mia selbst einige psychische Blockaden. Jetzt gehen wir zum Therapeuten. Moment, du bist ja schon tot. Mia, ich werde dir mal die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Ja, das ist schön. Sicher, versuch nur. Okay, ich versuche. Jetzt geht's ab. Mayas Magatama. Warte, präsentieren. So. Komm schon, Phoenix. Wir haben keine Zeit, uns mit solchen Dingen zu befassen. Wir müssen möglichst viel für den morgigen Prozess raus. Die lässt den Scheiß jetzt sich wohl nicht machen. Okay, reden wir über den Mörder. Nee. Wir können die Pistole nehmen und sie zwingen, dass wir es machen. Mia? Warte, kleinen Augenblick, ja, bitte? Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den wahren Mörder, meine ich. Ausrufezeichen. Na, super. Sag mal, was ist denn das? Warum verrätst du jetzt... Vor allem, bei ihr sind sogar 3 Dinger. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen sehen zu können. Ja, das ist sehr anstrengend. Sieht so aus, als müsstest du deinen Gedanken erklären. Ja, sich mit Mia geistig messen. Hurra, sie ist doch ein Geist. Können wir uns nicht mit ihr irgendwie anwaltisch lieber auch nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt zeige ich das Magata. Ja, guck mal, jetzt geht's. Ach, goddammit. Das war für ganz blöde Chris. Der Mörderer. Ich dachte, wir unterhalten uns erstmal noch ein bisschen mit ihr. Nein. Ihr wollt ja auch mal fertig werden. Nein. Du glaubst, ich verheimliche die Informationen über die Person? Stimmt doch, hm? Ja. Nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens schütze. Ihre Schwester. Nee. Die Oma. Welche Oma? Na, Morgan Faye, die musst du doch jetzt auf die Polizeiwache. Morgan Faye ist schon ziemlich verdächtig, findest du nicht? Morgan Faye. Nimm das! Morgan Faye natürlich. Ja. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Bam! Gut gemacht, aber während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit allen anderen vor der Tür.
Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Und das stimmt. Zeig mir irgendeinen Beweis, der den Verdacht auf Felita legt. Ach, scheiße. Der Kleidungsfetzen. Ja, ich bin gleich wieder da, Alter, hier, präsentieren. Chris hat sich wieder verirrt. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Jetzt muss ich die ganzen Bums nochmal machen. Hier schreibt gerade, Gampfes Gehalt hat ganz viele Nullen. Vor der Eins. Mhm. Okay, der Kleidungsfetzen. Ich bin gleich da. Ja. Der Beweis ist dieser Stofffetzen. Ja, ja, der ist gleich der Beweis, keine Sorge. Der Fetzstoffen. Der Fetzstoffen. Frotzstreffen. So, ich hab gerade einen Schluss kaputt. Ich das bin ist, da. Das ist mein Freund, der Frotzstreffen. Irgendein Beweis, jetzt darf ich nicht wieder den falschen Knopf drücken. Warte, ist man komplett raus und muss das erste wieder machen, wenn man hier was Falsches sagt. Ja, zahlt. Also Beweis ist so den Fotzsteffen. Den Fotzsteffen. Den habe ich in dem Verbrennungsofen beim Holzsteg gefunden. Er ist aus demselben Stoff wie Mayas Kostüm, mal abgesehen von dem Blutfleck. Du meinst, von dem Kostüm, was Maya zur Zeit des Mordes trug? Ja. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht? Aber warum? Ich weiß nicht warum, aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Was hat dieser Blick zu bedeuten, hä? Deine Argumentation ist zu löchrig. Hä? Du hast keinen Beweis, dass dieser Stoff, dieser Fahnenstein wirklich um Mayas Kostüm stammt. Nani? Aber es ist Blut. Und weißt du jetzt, wessen Blut das ist? Du weißt es nicht, oder? Kannst du beweisen, dass dieser Steffen von Mayas Kostüm ist? Ja, das kann ich. Ich zeig dir nämlich jetzt. Okay, warte. Der Schlüssel! Warte, weil Morgan Face war doch mit dem Ding da reingegangen. Das ist die Einzige, die es machen konnte. Ich glaube, das ist der Beweis, nach dem du suchst. Der Schlüssel zum Beschwörungsraum. Hä? Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er auf magische Weise im Ofen im Hauptgarten Stimmt. Da hast du recht. Aber Maya hat es mir doch gesagt. Bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel. Und sowohl der Schlüssel als auch der Fortzustellen wurden in dem Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stoff, Fortzustellen, war ein Teil von Mayas Kostüm. Ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Der Fortzustellen neben dem Einscheißloch. Irgendjemand hat dir andere Kleider angezogen. Und hat dann das Kostüm, das sie getragen hatte, in den Verbrennungsofen gesteckt. Es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Genau. Du hast sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstücke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Was, wie auch immer? Wie ich schon anfangs sagte, meine Tante hat ein Alibi. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Das ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweise liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie den Mord verübt? Wie sie es getan hat, hä? Mit der Kiste. Kistengeist. Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigt meine Tante, um Dr. Gray zu töten? Die Kiste, oder? Nein. Sie konnte ja nicht reingehen. Die Kiste hätte sie ja selber machen müssen. Ich glaube, wen sie benötigt, ist hier die Inimani. Die haben das zusammen gemacht. Nehmen wir da das Führerscheinfoto oder ein Profil? Das Profil. Weil sie sagt ja schon extra wen oder was, dann würde ich ein Profil präsentieren. Inimini, sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Inimini stecken unter einer Decke, in der Kiste. Fuck. Jo, ciao Becky. Ciao Becky. Blockade gelöst. Rede über den Mörder. Ich hab die Zeit schon, lässt mir etwas keine Ruhe. Ja? Dieses Verbrechen hätte von einer normalen Person verübt werden können. Jetzt nicht. Doch! Ich habe mich verlesen, scheiß drauf. Die Person muss die Fühle von den Feyern wissen und das Dorf selbst wissen. Aber morgen hat er bereits ein Alibi. Ja, siehst du, hab ich ja schon gesagt. Ich bin Medium. Ja, und ich bin roh. Und ich bin gut durch. Ja, deswegen komme ich nicht dahinter, wie es geschehen ist. Wir können davon ausgehen, dass Inimini irgendwie darin verwickelt ist. Aber wir haben ein großes Problemo. Ein Problemo? Womit? Mit der Aussprache. Wir haben kein Motiv. Warum sollte morgen Dr. Gray töten wollen? Wozu war das gut? Außerdem wissen wir nicht sicher, ob sie mit Inimini Mini Mu zusammengearbeitet hat. Das ist richtig, Belasto. Ja, stimmt. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Hä? Überleg mal, Phoenix. Warum sollte meine Tante so etwas tun?
Und warum macht sie es auf eine derartige Weise? Nani! Weil... Mutter, sie ist der Schlüssel zu all dem. Mutti? Wessen Mutter? Meine? Meine. Du Depp. Mias und Mayas Mutter? Warum bringt sie die denn jetzt ins Spiel? Nun denn. Sieht so aus, als hätten wir alles gesammelt, was wir konnten. Nun müssen wir morgen nur noch gewinnen. Dann wird sich alles aufklären. In Ordnung, Chefin. Das werden wir nicht verlieren. Wundert sich der Typ eigentlich da hinten überhaupt nicht? Für den ist das die beste Seifenoper aller Zeiten. Kennst du diese eine Melken mittendrin-Folge, wo Francis irgendwie so einen Tag lang im Knast saß und die Polizisten voll die Seifendrama-Oper da hatten? Und als er dann entlassen wurde. War so: Nein, ich kann doch nicht gehen, ich muss wissen, wer der Mörder war. Nein! Nee, erinnert mich tatsächlich nicht dran an die Folge. Gut, dann speichern wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, alle liebe Leute auf YouTube. Wir speichern hier mal und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. So, Chris, wir haben jetzt noch 40 Minuten. Willst du, es ist jetzt noch ein Part, also danach ist der Fall zu Ende. Willst du das jetzt noch machen oder nicht? Wie lange dauert das doch ungefähr, was meinst du? Das kann ich jetzt nicht einschätzen. 40 Minuten könnten reichen, müssten aber nicht, oder? Oh nein, warte, ich sehe gerade, da kommen noch zwei Parts, dann lass mal lieber von anders. Ja, machen wir es einfach so, dass wir demnächst uns nochmal zusammenraufen. Ja, dann machen wir den Fall demnächst mal zu Ende. Wir müssen eh das ganze Spiel noch zu Ende machen, wir müssen uns nochmal öfter zusammenraufen. Denn wir müssen auch noch dieses Spiel zu Ende bringen und wir müssen auch noch die anderen Phoenix weiter zu Ende bringen. Komm ich auch irgendwie wieder raus? Nee. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das war Phoenix Wild Ace Attorney für heute. Haben wir wieder mindestens zwei Stückchen geschafft, das ist schon mal ein bisschen was. Bis dahin, euer True sagt tschüss.